Bin ich hier bei der Mosterei und habe hier meine Äpfel mitgebracht und die packe ich jetzt gleich in so eine Kiste und dann mal gucken, wie das weitergeht. Da bin ich sehr gespannt. Dann kriegen wir unseren eigenen Apfelsaft. Dachte, ich habe ein bisschen Äpfel mitgebracht, aber hier stehen auch schon einige. Aber 91 Kilo Äpfel. Da wollen wir mal gucken, wie viel Saft man überhaupt braucht. Ich habe keine Ahnung. Das sind übrigens die leckersten Äpfel der Welt. Das ist doch jeder von euch eingeladen. Ach so, ist lecker? Mal sehen. Boah, köstlich. Sehr gut. Boah. Das ist jetzt der Ertrag aus unseren 90 Kilo Äpfel. Das sind dann so, wenn so 5 Liter Behälter und die halten sich 1-2 Jahre sogar, weil die ja erhitzt wurden. Hier gibt es natürlich auch noch viele andere Säfte, aus eigener Erzeugung auch noch für Produkte. Und das ist zum Beispiel jetzt Quitte. Da hinten sind ja auch immer drei. Oh. Champagner, Renette, wollen wir mal gucken. Anderen gehen zur Weinprobe, wir gehen halt einfach zur Apfelprobe. Alles sehr lecker, nichts gegen unsere Äpfel natürlich. Und hier ist Streuobstwiese. Also ich kenne das schon, das trinkt sich gerade, schmeckt echt gut. Aber lecker, ne? Was hier noch eingerichtet wird jetzt, ist eine Destille, weil man dann daraus aus diesen Obstsachen natürlich auch Schnäpse machen kann. Hier in der Mosterei Knese. Ja, sage und schreibe 11 mal 5 Liter von dem Apfelbaum. Da hat sich die Ernte ja richtig gelohnt.